Ich winke euch auch zu. Heute ist schon Tag 17, Donnerstag. Und heute verrate ich euch das ultimative Geheimnis zu eurer ersten Million. Ist natürlich Quatsch. Ne? Es gibt kein ultimatives Geheimnis zur ersten Million. Es gibt überhaupt keine Geheimnisse beim Thema Finanzen. Es gibt auch keine Geheimtipps dazu. Sondern es gibt Geldregeln, es gibt Geldroutinen, es gibt Geldwissen, Finanzwissen, Übung, Erfahrung. Aber da gibt es keine Geheimnisse. Also sitzt Leuten nicht auf, die euch irgendwas Geheimnisvolles oder den Stein des Weisen verkaufen wollen beim Thema Geld, den gibt es nicht. Wir müssen alle das lernen, üben und anwenden und dann kriegen wir das schon hin. Aber was ich euch heute verrate, ist kein Geheimnis, sondern ich nenne es immer die 4 Schritte zum Vermögensaufbau. Also gerne zu eurer ersten Million. Denn was ganz interessant ist, wenn ich erzähle, was ich mache oder überhaupt, wenn wir anfangen, über Geld zu reden oder ich in meinem Umfeld über Geld rede oder Leute plötzlich wissen, was ich mache, dann ist fast zu 95% die erste Frage: Hast du einen heißen Tipp für mich? Wie lege ich denn mein Geld an? Wo lege ich mein Geld an? Und das ist ehrlich gesagt die letzte Frage. Die letzte Frage, wenn wir uns um Geld kümmern, wenn wir uns unserem Geld zuwenden. Es gibt ganz 4 wesentliche Schritte vor diesen Anlagegedanken. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit den einen oder anderen auch. Ich gehe gerne systematisch vor. Ich finde das für den Kopf sehr hilfreich, systematisch vorzugehen, also mit einem System, nicht einfach so irgendwie, ne, sondern straight nach vorne, Schritt für Schritt. Und diese 4 Schritte, die wollte ich euch erzählen. Und zwar ist es der erste Schritt, dreht sich um euer Girokonto. Der erste Schritt ist, auf euer Girokonto zu schauen, ne, wo euer Lohn, Löhne draufgehen, eure Honorare, wo euer ganzes Geld gemakelt wird, ne, Mietzahlungen, Nebenkosten, ne, all dieser Kram, wo eure Debitcard drüber läuft, ne, wo ihr Bargeld abhebt, euer Girokonto. Dass ihr klar seid mit eurem Girokonto, dass ihr mindestens einige 100 Euro immer im Plus seid, am besten auf Guthabenbasis, also keinen Dispo-Kredit euch selber oder mit der Bank vereinbart habt. Das ist das eine. Das andere ist, also dass ihr immer ein Guthaben auf dem Konto habt, auch am Monatsende, immer so ein Puffer von 500, 1000 Euro. Wenn ihr eine große Familie habt, 5 Personen, dann geht es vielleicht eher Richtung 1000 Euro. Hallo, ich grüße zurück. Wenn ihr alleine seid, reichen 200, 300 Euro auch aus. Das andere ist beim Girokonto, dass ihr es wirklich regelmäßig kontrolliert. Also, dass ihr wirklich einmal in der Woche mindestens, gerne auch täglich, aber ich finde einmal in der Woche reicht, tatsächlich eure Kontoauszüge durchgeht und sie euch anschaut und guckt, ob da Buchungen drauf sind, die ihr überhaupt nicht kennt, weil die Buchungen könnt ihr nämlich zurückbeordern. Ne? Aber dafür müsst ihr hingucken. Ihr habt einen Monat Zeit, diese Summen, wenn sie fehlabgebucht sind, wieder zurückbuchen zu lassen. Aber nur, wenn ihr das merkt, deshalb immer den Kontoauszüge nachprüfen, was ist abgegangen, weiß ich das, wo das hingegangen ist. Also sich um euer Girokonto kümmern. Das ist der erste Schritt, das Girokonto im Plus zu haben und zu wissen, was auf dem Girokonto los ist. Zweiter Schritt ist, Schulden zu tilgen. Also wenn ihr zum Beispiel im Dispo steht, na? Wenn ihr im Dispo steht und der Dispo ist relativ hoch schon ausgeschöpft, kommt ihr nicht einfach so heraus aus dem Dispo. Das ist ein Erfahrungswert, weil ihr ja mit eurem normalen Einkommen plant. Und wie sollt ihr dann plötzlich diesen Dispo von mehreren hundert, manchmal auch von mehreren tausend Euro einfach so aus eurem normalen Einkommen zurückführen? In der Regel geht das nicht. Ihr braucht, um euren Dispo zurückzuführen, einen Plan. Ihr müsst wissen, wie eure persönlichen Ausgaben sind und dann macht euch einen Plan, wann ihr aus dem Dispo raus sein wollt, wie viel ihr in dieser Zeit, sagen wir mal, ihr möchtet in einem Jahr euren Dispo raus sein. Der weiß, weil ich 5.000 Euro umfasst, der Dispo. Das ist schon relativ viel. 5.000 Euro Dispo ein Jahr. Dann teilt ihr die 5.000 durch 12. Das ist dann jeden Monat. Diesen Betrag müsst ihr dann jeden Monat tatsächlich zurückführen. Dafür müsst ihr eure Ausgaben kennen, also was ihr tatsächlich täglich ausgibt, eure festen Kosten, um
eure täglichen und fixen Kosten einzudampfen, damit das Geld da ist. Ohne Plan werdet ihr aus dem Dispo nicht herauskommen. Dagegen spricht wirklich die Erfahrung. Und wenn der Dispo sehr hoch ist, dann schuldet um, geht auf ein Guthabenkonto ohne Dispo, schuldet das um zu einem viel günstigeren Zinssatz, weil der Dispo ist extrem teuer, und zahlt dann diesen Kredit zurück. Aber nicht mehr Kredit aufnehmen, als tatsächlich der Dispo ist. Also wenn ihr 5.000 im Dispo seid, nicht 10.000 aufnehmen. Das machen die Banken nämlich gern. Und bitte keine Rechtsschuldversicherung unterschreiben. Simpel nur diesen Dispo umschulden auf einen Kredit und den zahlt ihr in einer ganz festgesetzten Zeit zurück. Und da gebt ihr Gas mit einer ganz hohen Priorität. Das Gleiche ist in Konsumschulden. Bevor ihr investieren könnt, bevor ihr langfristig investieren könnt, führt eure Konsumschulden zurück. Was sind Konsumschulden? Das sind Schulden, die ihr aufgenommen habt, um euch einen Gebrauchsgegenstand zu kaufen, ein Auto, ein Fernseher. Na gut, beim Auto ist es, wenn ihr es für die Arbeit braucht, noch was anderes. Bei privaten Ausgaben kann man trotzdem beim Auto anfangen, tatsächlich Vermögen aufzubauen. Aber ich bin ein großer Fan davon, erst ansparen und dann die Dinge kaufen. Fernseher, Küche, alle diese Dinge, die wir verbrauchen, Urlaub, manche fahren auch auf Kredit, auf Urlaub, in Urlaub. Für mich völlig schleierhaft, weil wenn ich etwas nicht im Vorfeld sparen kann, wie soll ich das dann im Rückgang sparen? Weil nichts anderes ist ein Konsumkredit. Ihr spart quasi rückwärts. Ihr gebt was aus, was ihr nicht habt, also müsst ihr im Nachgang sparen. Aber ihr habt ja vorher gar nicht gespart. Wie soll das gehen? Also, ne? Deswegen Konsumkredite möglichst schnell runter damit. Die binden euch auch an eine Bank und die Bank, wenn die kann auch mal den Kredithahn zudrehen und dann steht ihr blöd da und habt das Geld nicht. Also auch hier so schnell wie möglich Konsumschulden zurückfahren und keine mehr aufnehmen. Lieber sparen und dann kaufen, macht viel mehr Spaß und es macht nicht so abhängig. Und manchmal machen Konsumschulden nämlich auch Sorgen. Deswegen wirklich weg damit. Das ist Schritt 2. Girokonto aufräumen plus Kredite zurückführen, Dispo und Konsumschulden. Der dritte ist dann, Rücklagen zu bilden. Also wenn ihr überall im Plus seid, fangt an, Rücklagen zu bilden. Gleich am Monatsanfang von eurem Girokonto, von eurem Nettogehalt, einen bestimmten Betrag auf ein extra Tagesgeldkonto überweisen. 100, 200, 300 Euro, je nachdem. Und dann baut ihr dort Rücklagen auf, mindestens 2 Monatsgehälter, 3 Monatsgehälter, je nachdem, wie viel Verantwortung ihr tragt und wie sicher euer Job ist oder unsicher euer Job ist, ne? Je mehr Unsicherheitsfaktoren in eurem Leben ist, je mehr Verantwortung ihr tragt, desto höher sollten eure Rücklagen sein. Das ist der sogenannte Notgroschen. Manche nennen ihn Notgroschen, ich nenne ihn Sicherheitspuffer oder Lebenspuffer. Notgroschen ist für mich so irgendwie so ein sehr alter Begriff, den ich irgendwie immer so ein bisschen mit Krieg zu verbinde. Ich sage Sicherheitspuffer, klingt für mich irgendwie positiver. Diesen bitte dann aufbauen, damit euer Leben einfach, damit ihr einfach eine Stütze, eine finanzielle Stütze im Leben habt. So. Und dieser Sicherheitspuffer ist für euer normales Leben. Der gehört nicht zu eurem Investitionssicherheitsanker. Das bilden wir auf einem anderen Tagesgeldkonto ab. Das bilden wir auf Depotebene sozusagen ab, auf der Investmentebene. Wir sind jetzt noch auf der persönlichen Finanzebene. Das sind nämlich diese beiden Ebenen, die wir haben, die persönlichen Finanzen und unsere Investmentpläne, unser Investmentuniversum. Die stehen nebeneinander, die bauen aufeinander auf. Die persönlichen Finanzen kommen unten und oben drüber kommt das Investment. Und deshalb eben auch diese 4 Schritte. Und wenn ihr die Rücklagen aufgefüllt habt zu einem gewissen Punkt, also 1.000 Euro, 2.000, dann könnt ihr schon parallel auch tatsächlich sparen auf ein anderes Konto und es dann anlegen. Das ist nämlich dann der Schritt 4. Also nach den Rücklagen bilden kommt dann erst das Sparen und dann das Investieren in Anlagen, die ihr euch vorher, je nachdem wie euer Risiko in eurem Leben ist und was ihr vorhabt, Ziele, kurz-, mittel-, langfristig, dann investiert. So sind diese Schritte. Girokonto klar kriegen, kleinen Puffer obendrauf, keine Konsumschulden, kein Dispo, Rücklagen bilden und dann investieren. Warum ist das in diesen Schritten wichtig? Weil, wenn ihr zum Beispiel das Girokonto nicht auf Null fahrt und
da immer wieder runter, also immer wieder das Gefühl habt, ich kann ja in den Dispo rein, dann kommt ihr nie auch aus dem Dispo raus. Deshalb muss euer Girokonto klar sein, damit ihr eure Konsumschulden auch wirklich nachhaltig zurückzahlen könnt und tatsächlich Rücklagen aufbauen könnt. Dieses Girokonto ist einfach so der stützende Anker, auf dem ihr alles andere aufbaut. Tagesgeldkonten und dann das Depot. Was ihr auch wirklich was gut ist für das System im Kopf zu denken, das gibt nämlich auch so eine Struktur und Muster. Und ich finde, solche Strukturen und Muster stützen uns. Persönliche Finanzen, Investment kommt obendrauf und nicht irgendwie so durcheinander. Das ist nämlich auch der Punkt, weshalb viele ihre Lebensversicherungen sehr früh kündigen oder irgendwann zwischendrin kündigen oder beitragsfrei stellen. Nicht, weil das Produkt schlecht ist, das ist auch häufig der Fall, aber weil die Finanzierung nicht steht, weil sie ins Schleudern geraten, weil sie plötzlich kein Geld haben. Warum haben sie kein Geld? Weil sie keine Rücklagen gebildet haben, weil sie ihre Schulden nicht zurückgezahlt haben. Das baut alles aufeinander auf und es hängt alles miteinander zusammen. Deshalb, vor dem Investment diese 4 Schritte durchgehen. Das kann ein Jahr dauern. Alles d'accord. Baut euch stabil auf. Ein Haus, wenn es auf wackeligen Füßen steht, bleibt auch nicht stehen, wenn oben das Dach immer schwerer wird. Also so sinnbildlich gesprochen. Ihr braucht ein gutes Fundament, ein starkes Fundament und darauf könnt ihr auch Investments aufbauen. Diese persönlichen Finanzen, das ist relativ einfach auch zu handeln. Da braucht ihr Geldregeln paar im Kopf, Geldwissen. Die Investmententscheidungen sind dann schon ein bisschen komplexer. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass ihr eure persönlichen Finanzen erst knetet, die in Ordnung bringt. Da lernt ihr nämlich schon viel dabei und dann den nächsten Schritt geht, weil dann macht ihr auch weniger Fehler, ihr geht weniger riskante Geschäfte ein, ihr habt einfach schon mehr Durchblick. Und das ist wirklich wichtig, Schritt für Schritt in den Investmentvorgang auch reinzugehen, weil was nämlich auch nicht gut ist, was manchmal so ein bisschen rüberkommt, dass so investieren so total easy ist. Und so kann man alles irgendwie wegdiversifizieren. Nee, so ist es nämlich nicht ganz. Also ihr müsst schon wissen, was ihr da tut. Ne? Okay, aber es funktioniert trotzdem, ne? Ich will euch keine Angst machen, aber eins nach dem nächsten. Nicht den fünften Schritt vor dem ersten tun. Okay? Das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Und dann steht dem Pfad zur Million, ne, nichts mehr entgegen. Okay? Also, habt ihr jetzt noch Fragen? Ich gucke mal hier auf meinem Spickzettel, ob ich. Ach so, flankiert wird das Ganze. Das würde ich vielleicht noch dazu sagen. Flankiert wird das Ganze dadurch, dass ihr natürlich eure Ausgaben kennt, ne? Dass ihr euer Konsumverhalten kennengelernt habt, dass ihr eure Einstellung zum Geld kennt im besten Fall. Das flankiert das Ganze, diese ganzen 4 Schritte natürlich, ne? Da kommt aber eins zum nächsten. Ihr tastet euch da so ran und baut euch nach und nach euer Investmenthaus auf. Euer Geldhaus, euer Vermögenshaus. Okay? Also, ich schicke euch auch Herzen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann her damit. Und ansonsten sehen wir uns nämlich morgen, wenn ihr wollt. Gleiche Zeit, gleicher Ort, wo immer ihr auch seid. Würde mich ja auch mal interessieren, wo ihr seid. Ich sitze hier auf meinem Sofa. Morgen habe ich auch ein ganz spannendes Thema für euch. Da geht es um Risiko. Wer kann welche Risiken eingehen? Wann kann ich sie eingehen? Wer hat noch Zeit? Wer kann mehr Risiken eingehen? Wer weniger? Wie gehen wir damit um? Was ist überhaupt Risiko? Na? Okay. Darum geht es morgen. Ich schicke euch auch einen Daumen zu. Schön, dass ihr dabei wart. Heute Tag 17 auf ein Thema der Geldfrau. Und jetzt würde ich mich noch freuen, wenn ihr mir am Ende noch mal reinschreibt, wo ihr denn seid. Ist jemand auch noch bei der Arbeit und guckt zu? auch auf dem Sofa in Hannover. Okay, wo ihr mir hier zuschaut. Das oft auch auf dem Sofa. Ah, das ist schön, genau. Das ist das bequem, ne? Das ist toll. Okay, dann würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. Und ich wünsche euch was und habt noch einen ganz, ganz schönen, angenehmen Abend auf dem Sofa oder wo immer ihr auch seid.